alte Museum ist der Gründungsbau der damals königlichen, heute staatlichen Museen zu Berlin am 3. August 1830 in prominentester Lage gegenüber dem Stadtschloss der Hohenzollern hier auf der Berliner Museumsinsel eröffnet. Das Gebäude ist ein Meisterwerk des deutschen Klassizismus, vielleicht das Hauptwerk Karl Friedrich Schinkels. Man wird in der Rotunde konfrontiert mit der klassischen Antike, man wird eingestimmt auf das Erlebnis Griechen, Etrusker und Römer. Man sollte also diesen Raum zuerst sehen. Man sollte sich dann zunächst das Hauptgeschoss mit dem Rundgang durch die Kunst der Griechen anschauen. Das gesamte Hauptgeschoss ist der griechischen Antike, grob gesprochen vom Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus bis an dessen Ende, also einem Zeitraum von etwa 1000 Jahren, gewidmet und gibt einen vollständigen Überblick über die Entwicklung der griechischen Kunst in einer ausgewogenen Mischung unterschiedlichster Objektgattungen, von kleinformatigen Terrakotten bis hin zu überlebensgroßen Bronze- und Marmorskulpturen. Der Begriff des Highlights ist arg strapaziert, aber für den betenden Knaben kann man ihn ganz sicher in Anschlag bringen. Eine der prominentesten antiken Erwerbungen Friedrichs des Großen. Der Fisch von Vettersfelde ist eine ganz berühmte skythische Goldarbeit. Unsere Sammlung skythischen Goldschmucks ist die bedeutendste außerhalb Russlands. Dieser berühmte Fundkomplex aus Vettersfelde, das ist der westlichste skythische Fund überhaupt. Im Obergeschoss bekommt man einen Überblick über die Kunst und Kultur der Etrusker und der Römer geboten. Oben haben wir aus Gründen, die einfach für die Sammlung vorgegeben waren, das vorgezogen, einzelne Themen und keinen zeitlichen Überblick zu bieten. Der grüne Cäsar, ebenfalls eine ganz wichtige Erwerbung Friedrichs des Großen, konnte in den 1970er Jahren auf das Glücklichste ergänzt werden durch die Erwerbung des bis dato bedeutendsten Bildnisses der Kleopatra, sodass die beiden sich hier als das berühmteste Liebespaar der Geschichte überhaupt, kann man ja vielleicht sagen, hier im Museum zusammengefunden haben und sicher zu unseren bekanntesten Kunstwerken gehören. Die Sammlung selbst ist ein großes Highlight. Sie gehört zu den bedeutendsten Sammlungen klassischer Antiken weltweit. Sie erlaubt dem Betrachter wirklich anhand herausragender Originale einen vollständigen Überblick über die griechische, etruskische und römische Kulturgeschichte zu gewinnen, sodass es hier ein großes Sacharchiv ist, dass man hier in ein Forschungsinstitut sozusagen mit einem bedeutenden Schaufenster vor sich hat und dass wir sehr bemüht sind, unsere aktuellen Forschungsergebnisse auch durch Ausstellungen einem breiten internationalen Publikum zu vermitteln.